Wir werden jetzt Wurst haben. Rufen, ich sagte gerade, wir wollen nicht aufnehmen. Doch, wir wollen. Ich wollte mich soeben weigern aufzunehmen. Frust auf dem Frostlift. Wenn das Level schon Frust heißt, macht das doch keinen Spaß. Da habe ich keine Lust drauf. Du wirst keinen Frust, du wirst Freude verspüren. Ich werde Frust verspüren. Dann habe ich genug Freude. Das ist Paul. Ja, das ist Henry. Oh, schau, Paul hat einen Luftballon. Das ist Henry. Oh, ist das süß. Nein, das ist Henry. Nein, Paul. Henry und wie war der andere Name? Ja, du bist so herzlos, dass du ihn schon wieder vergessen hast. Norbert hieß er. Ah, Norbert, Scheiße. Genau. Stirb dafür. Ne, ich werde nicht sterben. Ich hab dich gerettet, ja? Tot. Sei froh, dass ich dich gerettet habe. Obwohl du Norbert nicht genug huldigst. Ach du Scheiße, sowas ist das. Ja gut, ich hab gesehen, was ich machen muss. Scheiße, komm ich jetzt... Ach so, gut. Wir müssen jetzt hier rechts lang, ne? Das ist toll. Ich habe genug Freude für uns beide, keine Angst. Das ist doch toll. Möchtest du diesen Pinguin haben? Du hast Paul. Ja, genau, ich habe Paul. Das ist aber Henry eigentlich. Das ist Paul. Oder Norbert. Er ist glücklich. Paul Nee, das ist nicht Paul. Da geht's runter. Oh, ja, da geht's runter. Das ist anscheinend... Muss das schon wieder sein? Ja. So verschwenden wir keine Eier. Oh, schau. Ich komm nur noch ran. Ich mach das noch. Du wirst erstmal landen müssen. Ja. Wir müssen definitiv mal da rankommen. Warte. Mach dir das. Das war nicht mein Ziel. Okay. Ich glaube dir. Ich wollte tatsächlich nur das Ding anschalten, damit. Gott sei Dank. Ich dachte nicht, ich wollte dich nicht schon wieder retten. Komm mit, Paul. Paul. Das ist aber eigentlich Henry. Hört doch einfach auf, den Pinguin doofe Namen zu geben. Paul ist kein hässlicher Name. Nenn den. Also ich meine, für einen Pinguin ist das ein doofer Name. Wieso? Er weiß nicht, warum sollte man einen Pinguin Namen geben? Ah ja, du musst ja irgendwie wissen, welches Testsubjekt. Testsubjekt? Was zur Hölle? Ah ja, das ist. Statt ihn einfach Pinguin Nummer 1 zu nennen, kannst du ihn Paul nennen. Ah, dann nenn ihn Chris Place. Ja, aber doch. Dann würde Chris wieder kommen und sagen, ey du, Mama, bitte. Scheiß Pinguin. Mach mal bitte scheiß Pinguin. Oder Paul. Ja, dann kommt Chris wieder und will, dass ich seinen dämlichen, das Video lösche, nur weil er wieder so ein kleines Agro-Kind ist. Tut mir leid. Du musstest für die Kunst geopfert werden. Wohl eher für Paul. Ja. Ich glaube, wir hätten dann Ei gebraucht. Wo? Das, ja. Boah, schau. Das war kunstvoll. Unglaublich. Du fällst, ich springe. Oder du springst. Ich fäll, warte. Goethe wäre stolz auf mich gewesen. Paul hat mich getötet, schon wieder. Ja. Paul mag dich eben nicht, wie gesagt. Aber Henry. Henry auch nicht. Aber warte, bleib mal kurz. Warte mal kurz. Warum? Achso, nee, da ist so ein Ding drüber. Ich wette, man kann mit diesen Kugelwillis die Eisbürger kaputt machen, oder? Nee, das glaube ich nicht. Paul. Das ist Henry. Paul. Nein, Henry. Henry, ich habe dich. Ach du Scheiße. Ich sterbe. Ja, dann. Nee, du stirbst. Da kann man nichts mehr tun. Dann werfe ich mich eben selbst in den Abgrund. Kriegen wir irgendwo Feuer hierher? Ach du Scheiße. Nee, das ist ja was. Warte mal, ist da links oben nicht was? Ist da oben links? Da ist doch was. Rufen. Hier ist was. Ich seh's. Du musst hier hin. Unfassbar, wie wir das noch gemacht haben. Das war mehr oder weniger ungewollt, aber es hat funktioniert noch. Nein, das war gewollt. Stell das, was gut aussieht, einfach immer als gewollt hin. Denn dann bist du auch auf der sicheren Schiene im Leben. Aber ich will nicht sicher sein, ich duck mich mal. Oh, schade. Ducken bringt da so viel. Das hätte ja funktionieren können. Ah, hier ist das. Paul! Das ist nicht Paul. Henry, stirbt. Ah, da ist ein Pinguin eingefroren. So, jetzt habe ich Paul und Henry gesagt, dass man sich nicht mit mir anlegen darf. Haha. Kommt die nochmal nach, die Melonen? Ich denke nicht. Ja, wunderbar. Also haben wir sie sehr, sehr gut genutzt. Ja, nee, haben wir nicht. Ja, doch. Nein. Ja, doch. Da ist ein Stempel drin.
Hä, wo? Da. Ja, Stempel. Das ist mir wichtig. Mir nicht. Mir ist das komplett egal, ob es dir wichtig ist oder nicht. Ja, mir ist es auch egal, ob es dir wichtig ist. Ich gebe einfach nichts auf deine Rechte. Oh. Ja, hier oben ist nicht wirklich ein Weg. Ich merk's. Ich habe meinen Weg mit dir. Aber die Pinguine kann man ja nicht so. Warum kann man die Pinguine nicht essen? Ob wie wolle ich hab. Boah. Die Pinguine sind sicher eine wunderbare Proteinquelle. Ist halt Fisch. Ja. Was? Pinguin ist Fisch? Im Endeffekt schon irgendwie. Was? Ich meine, ein Pinguin ist. Nee, das ist. Nein, ein Pinguin ist sehr viel Fisch. Ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Pinguin auch sehr nahrhaft und fischig ist. Das ist echt eine Frage, die man sich mal stellen sollte. Ich meine, du kennst doch sicherlich diesen tollen Horrorfilm Human Centipede. Ja. Oder hast du zumindest davon gehört schon? Ja, klar. Und naja, wenn Leute sich quasi davon ernähren können, wenn sie gewisse Dinge von anderen Leuten essen, dann ich meine, das soll man sich jetzt nicht so bildlich vorstellen, aber vom Prinzip, wenn man damit, warte mal, ich helfe dir da, oder hilfst du mir hoch? Rufen, wir sind hier in einem familienfreundlichen Let's Play. Ach, vergiss mal kurz die Familienfreundlichkeit für die Wissenschaft. Ich geh da hoch. Moment, da fehlt noch was. Oh, geh in die Röhre. Ah, nee. Ich helfe dir mal gerade. Erstmal kurz für die Wissenschaft nachgedacht. Danke, ja? Und zwar, dann, wenn man jetzt ein Pinguin ist, isst man dann automatisch die Nährstoffe mit, die ein Fisch hat? Ich denke, das hier ist sehr Vereinsspieler gedacht. Ich helfe dir! Aber die kommen ja nach, vergiss nicht. Ach so, toll. Boah, eiskalt. Ich weiß nicht, das kann doch sicher einer deiner treuen Abonnenten beantworten. Wenn überhaupt irgendjemand dieses Let's Play schaut. Nein. Ich meine, schön und gut, du bist dabei, tolle Multiplayer-Spaß und so, aber... Aber? Ja, aber... Was aber? Wer guckt sich das an? Ich. Ich meine, es gibt 10 Millionen Yoshi's Woolly World. Da wir mit diesem Spiel nicht mehr so lange gewartet haben wie bei 3D World, also nach dem Release meine ich jetzt hier, dann, ja. Oh, Paul! Also du meinst, die Zuschauer sind jetzt übersättigt? Ja, so in der Art. Ach so. Weißt du, ich hasse es, wenn ich die Feuermelone haben muss. Wie wärst du wieder hochgehen nebenbei? Wieder hochgehen. Ja, da hoch. Ja, wieder hochgehen. Ja, da muss man wahrscheinlich hoch. Ja, dann zeig mal. Wir müssen da links hoch. Ja, dann machen wir das. Komm. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Nein, dann geh mal hoch. Ah, es geht. Ah. Und jetzt? Es hätte ja sein können, dass da oben. Warte, die Melone ist wieder gespawnt. Wie wir uns absolute Mühe machen. Wofür ist das jetzt? Hallo, die. Wenn die Melone doch da ist, dann kann man es ja mal überlegen. Aber die ist bald wieder leer. Dann gibt's eine neue. Oh. Da oben ist ein Pinguin. Vielleicht ist da irgendwas. Die Melone spawnt neu. Das ist gut. Das ist sehr toll. Wir brennen immer den Pinguin. Du hast einfach Pinguinfleisch gegrillt. Ach ja? Unglaublich, Ruben. Ne, da ist uns nicht wirklich was. Toll. Alles umsonst, wie immer. Wie alles, was man im Leben tut. Oh ja, jetzt hier, ey. Du kannst doch nicht Leuten hier einfach so den Lebenswillen klauen. Doch, doch. Weil wir ein bisschen zurück brauchen mit der Melone. Na ja. Danke. Ich versuche gerade zu sorgen, dass du überlebst. Da links ist noch eine Melone. Egal. Lauf einfach. Das kannst du nicht aber Leuten hier die Lebenswillen klauen. Was, wenn jetzt jemand nach der Folge hier sich in den Gewehrschrank des Vaters eine Waffe holt und dann Dinger tut? Und dann mich als Grund angibt oder ja, was? Ja, dann bist du der Bösewicht. Ja, das ist doch großartig. Ich wollte schon immer der Bösewicht sein. Ja, das kann ich mir nicht so positiv vorstellen hier. Genau dafür bin ich gemacht. Ich bin doch der Bösewicht schlechthin. Ja. Ich glaube, wir brauchen irgendwie anscheinend gleich irgendwie was zum Spielen. Ja, Laufen. Ja, das sieht man dann gleich mal. Also ein bisschen. Ja. Oh, Pinguine. Gott, verdammte Pinguine. Ein Pinguin müssen wir hier behalten. Vielleicht müssen wir an dem drauf springen. Hey. Ich wollte nur einfach die Diamanten noch holen. Ich dachte schon, du wolltest so wie so ein Kind das Level beenden und die Wii ausmachen. So, weil du frustriert bist, dass du verloren hast. Hey! Nein! Was war das? Für Paul!
Rufen, du hast mich getötet. Ich wollte doch nur da oben dran. Du hast mich getötet. Wir schaffen das noch. Guck mal, wenn ich jetzt Minus drücke. Wir schaffen das noch. Nein! Warum? Warum bist du Tilberg gefallen? Warum? Was? Wir hätten das noch geschafft. Nein! Doch! Niemals! Natürlich! Das ist viel zu wenig Selbstvertrauen. Ja, und? Dein Sinn für Realismus fehlt. Welcher Sinn für Realismus? Ja, das hätten wir noch locker geschafft. Nee. Natürlich. Wie denn? Indem wir gut sind. Wir waren doch eh schon am Abgrund. Das ist doch egal. Man kann sich im Zweispielermodus super retten. Überall. Ja, aber jetzt kann man das mal eben von vorne machen. Ist doch auch schön. Und spaßig. Das ist doch toll. Nicht spaßig. Pinguin. Oh. Also, ich habe sehr viel Spaß. Du nicht? Wir hätten das locker geschafft. Nein. Die Welt bietet keine Hoffnung für Menschen wie uns. Geh doch weg. Was? Ah, du hattest noch Feuer. Ja, siehst du? Ja, ist gut. Also passt doch, ist doch optimal. Oh Gott. Ich komm gleich nach. Ach so, oh Gott, nein. Wieso hast du es? Hol die Diamanten. Das war's. Zurück, schnell. Oh. Das war knapp. Das nennt man mal knapp. Ach du Scheiße. Bleib du links, ich geh rechts. Okay. Klingt praktisch. Tschüss, Paul. Jetzt nicht runterfallen und schon mal ein Ei bereithalten. Nicht für die Pinguine. Dafür, ganz genau. Oh, Wolle, schau, wir haben alles. In Sachen Wolle. Ah, nein, Entschuldigung. Feuer. Danke. Nicht verbrauchen. Da brauchen wir es nämlich. Sehr wichtig. Juhu. Schau. Wir haben wieder. Oh, warte, ich hab eine Idee. Komm mal her. Das sind nur Pinguine. Das ist das derbe Secret. Wehe, du stirbst hier jetzt. Nein, das ist ein derbes Secret, glaub mir. Hier ist kein derbes Secret. Okay. Siehst du. Aber als Spieler, als Level-Designer hätte ich hier was versteckt. Ich auch. Das ist doch so, naja, nicht offensichtlich, aber das ist doch ein super Versteck. Ja, es ist eben nicht offensichtlich. Das ist das Tolle daran. Ja, du bist nicht so ganz... Oh, schau. Jetzt gibt's wieder das Bonus-Minispiel. Seid ihr bereit, Freunde? Nein, der Panther, geh weg. Ich find's unglaublich, wie wir irgendwie mittlerweile nur noch ein Level pro Folge schaffen. Das sind halt lange... Warum doch? Zwei, komm. Ja, mit Glück. Aber das sind halt lange Level, so ist das halt. Und das ist doch toll. Das sind halt lange Level. Ja. Oh, das Bonusspiel. Das ist laut Zeit. Na, Zeit, und? Die wir in anderen Level verbringen könnten. Wie wir direkt gegeneinander springen. Ja, ich schaffe es nicht. Oh. Juhu, der Vortritt ist gesichert. Ja. Ja. Wie immer ganz weit vorne. Immerhin bei den Minispielen gewinne ich. Das ist doch schön. Ja, Punkte ist aber ein tolles Spiel. Ja, hallo Luke und Nick. Das ist faul. Oh, Stoffel. Es gibt drei Stufen. Oh, viel Glück, Sui. Oh. Ich könnte das Thema wieder anschneiden, aber ich lasse es. Das, ja, hey, das war immerhin toll. Das war mit einem Herzchen und einem Pinguin. Das war schön. Was ist das denn? Der Schneemann, der Frost-Joshi. Viel schöner als einfach den Namen zu schreiben. Nö. Ja, wir hatten den Gletscher-Joshi und den Eis-Joshi, glaube ich. Den Winter-Joshi. Ja. Und den Schneeflocken-Joshi, keine Ahnung. Was ja, es gibt sehr viele komische Eis-Joshis. So, wir sind hier in der Burg. Die wir jetzt auch noch machen. Von Eisberg-Sniffit-Schloss. Eisberg-Sniffit? Ja. Was ist das für ein Scheißname? Das ist der Eisberg-Sniffit. Eisberg-Sniffit. Erstmal einen Schluck Eistee drauf. Live in der Aufnahme, unprofessionell.
Die, was ist denn für eine Schriftart? Das ist sicherlich ein Mädchen. Die Musik erinnert sie an Pitfall. Das muss ein Mädchen sein, hat eine schöne Schrift. Ja, Mädchen haben immer schöne Schriften. Deswegen habe ich auch so eine Glanzleistung in Sachen Schrift. Ich dachte gerade, das wäre ein Autoscroller, bis ich gemeint hätte, dass ich halt rutsche hier. Oh Gott, was ist das denn? Ja, das ist Icebergs. Die erinnern mich ein bisschen an die Dinger, die wir mal in irgendeinem Mario-Hack hatten. Das sind einfach die Dinger da aus Super Mario spielen, die aber so nach und nach sich umdrehen. Ja, die sind nicht schön, ehrlich. Gibt's auch in Galaxy. Oh ja. Oh, hoppala. Mein Bruder spielt das ja aktuell. Das ist Super Mario Galaxy? Ja. Weil sein FIFA ja kaputt ist. Ja, das ist ja auch gut so dann. Ich meine, ich bin kein großer Galaxy-Fan, aber besser das als FIFA. Allerdings. Das ist auch schön zu sehen, wie er weiterkommt. Er lernt was im Leben. Er spielt jetzt gute Spiele. Nicht wahr? Das sind ja nur Spiele. Endlich. Und das ist von mir gesponsert, ja? Ich bin ein bisschen drunter gelaufen, nicht viel. Das ist schon... Oh, komm. Ich hol dir Eier, Rosenkrom. Nehmen Sie dir. Ich will nur ein paar Eier haben. Nehmen Sie dir doch. Also hier schon... Wow. Na, das ist kein Midway Point. Es sind einfach verdammt viele. Es sind einfach nur ein paar Safe Points, ist alles. Ja, trotzdem. Schon wieder, komm. Ich stand nicht... Ach, komm. Warte, nein, verpasst was. Eventuell. Mach doch nicht immer gleich so dramatisch. Warte, nein, du verpasst was. Eventuell. Ja, doch. Ja, siehst du, du bist auch weiter. Ja, weil ich ja jetzt geguckt habe, ob ich... Oh, die Worte ist kaputt. Danke. Ja, muss man mal gucken. Okay, da ist nichts mehr. Okay. Das war für dich, Rufen. Vergeltung. Ich habe ja nur ein Ei. Ah! Von wegen, die können dich töten. Rette mich. Können sie auch nicht. Rette mich. Moment, ich versuch's noch. Ja, toll. Moment. Es ist eben der Moment, der auf den es ankommt. Und du? Moment, ja, warte mal. Ich muss doch erst gucken. Oh, du musst nicht gucken. Das hat schon Relevanz für mich. Und eine Röhre. Eine Röhre, guck mal da. Die geben wir gleich rein. Jetzt rein. Jetzt, sofort. Ja, fast. Du Scheiße. Der greift an. Ach du Scheiße. Wo bin ich denn? Da. Du musst mich essen. Ich glaube, das mache ich erst, sobald... Ja, okay, jetzt. Sobald ich draufstehe. Jetzt warte ich eine Runde ab. Ja, so ist es. Schneller! Oh nein, der will nicht. Oh mein Gott! Bin ich denn da? Risiko! 2-1 Risiko. Risiko macht Spaß. So. Oh, ich warte den letzten Moment hier. Hallo! Den letzten Moment hier. Richtig, toll! Richtig YOLO hier. Richtig Volo. Ach Gott. Ja, ihr schlechte Wort wird zu immer schlecht YouTuber. Richtig Volo. Ich bitte dich. Was denn? Da könnte es runtergehen. Nein, tut's nicht. Es könnte. Ja, es könnte. Immer da. Konjunktiv. Ah! Ah! Das war doch mehr als ersichtlich. Komm. Die Frage ist halt nur, wie kommt man da hoch? Achso. So. Hier ist auch nichts mehr. Gut, da kann man ohne Bedenken reingehen. Ja, ja. Das ist den Reißverschluss. Hä? Hey, da geht's weiter. Aber warum haben wir hier... Was? Na. Oh. Erstmal Schildtyp fahren. Genau. Yoshi on Ice. Ach du heilige... Nein! Ach du heilige Scheiße! Wartet doch zurück, da war ein Schallgeist. Wie, da war ein Schallgeist. Komm wieder, bitte. Ich will okay, nicht... ich bin ja schon da auf dem Schallgeist. Oh Gott. Bleib da, bitte. Ich will nicht... Ja, ich gehe ja kurz in den Schallgeist. Ich will nicht, dass du stirbst. Das ist ein Heller. Dann sag das nicht in dieser Stimme. Bitte. Gut. Danke, ich lebe wieder. Oh Gott. Das ist gefährlich hier. Das gefällt mir nicht. Es darf doch auch mal gefährlich sein. Nein, für mich nicht. Ich brauche meinen Frieden. Und meine Liebe. Ja, die Liebe, die gibt's nicht. Ja, doch, die habe ich. Nee. Doch. Nee. Ich habe mehr als genug Liebe. Wie denn? Ich hab eine Freundin. Das hilft das was? Ja. Das ist das beste Antibiotikum.
Ja, welche Krankheit? Gegen Liebemangel. Was? Das tötet doch nie im Leben. Ja. Das tut auch nicht weh. Wer war? Doch. Nein. In mir tut es sehr weh. Ach Gott. Dir nicht? Ja, gut, ja, immerhin. Gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich da stehen möchte. Nein, nein, möchtest du nicht? Geh weg! Bitte! Das bisschen! Warum stellst du dich da auch hin? Ja, nee, aber komm, das bisschen! War doch offensichtlich, dass man da nicht stehen kann. Ja, klar, aber ich war ja weit genug weg. In meinen Augen war ich weit genug weg. In deinen Augen! Das Spiel lügt. Die Hitboxen sind richtig. Die Hitboxen sind schlecht gesetzt. Mimi. Doch, mach doch besser. Ja, ich mach's besser. Gib mir, ey, die soll mir aber die Software geben, wenn ich das Spiel gemacht habe. Jetzt stirb. Warum bist du mir hinterher gesprungen? Ich bin gesprungen. Ich habe mich geopfert, damit du mich wiederbeleben kannst. Ich wollte ja springen, aber ich bin zu weit gerutscht. Aber jetzt bin ich zu... Ich wollte dir nicht folgen. Bist du mir aber. Im Endeffekt. Wenn du es so bezeichnen möchtest? Ja. Dann sei froh, dass du es bezeichnest. Dann warte jetzt. Wie einfach das Ding einen runterdrückt. Das ist überhaupt nicht realistisch irgendwie. Doch, doch. Du hast da was vergessen. Nein. Das sind, guck mal, das sind drei, nicht nur eine. Wie drei? Das sind immer drei. Achtung, Herr Gordon. Ja, und drei? Oh nein. Renne, einfach nein, weg, bitte, ja bitte. Du musst nicht wieder wagen, dass du von der Hitbox zerquetscht wirst. Siehst du, das sind drei. Jedes verdammte Mal sind es drei Stück. Oh Gott. Nicht zurück, ja, bitte. Ich warte ja schon. Ich hatte eine Panik, dass du irgendwo unbedacht reinrennst. Ja, das Spiel, ich will das nicht, ich weiß schon. Hier finden sie nichts. Wie die Steine einfach einen runterdrücken. Das ist, oh Gott. Gemein. Ich rutsche hier auch weg. Danke, endlich. Das war ein lang anzusehender Todeskampf. Komm ja schon. Nicht zu voreilig. Ich komme aber jetzt. Jetzt, los! Oh, warte, hier kann man, glaube ich, so, die kann man sich zwischen hinstellen. Wie viele haben wir? Zeig mal die Statistiken an. Ich wollte hochdrücken zum Werfen. Oh, warum? Das war wahrscheinlich eh nur Herzen. Ja, wahrscheinlich, aber haben wir auch ansonsten alles? Ich weiß es nicht, sehen wir ja gleich. Ich bezweifle es ehrlich gesagt stark. Ich finde es immer schade, dass das halt eben über Türen ist. Dann drückst du hoch und gehst durch die Tür. Das ist halt schade. Das ist sehr praktisch. Geht mir das auf die Nerven. Irgendwie hört sich dieser Text immer gleich an, kann das sein? Ja. Hey, du da mit der Jacke, legt es euch jetzt aufs Eis. Aber jetzt hören sie mit den Wollwitzen auf. Ja, weil denen wohl keine mehr eingefallen sind. Oh Gott. Ein bisschen größer. Oh Gott. Oh, er kriegt einen Eisblock um sich herum. Drück mal Start. Wir haben nur halt die Wolke nicht. Es kann sein, dass da noch eine Wolke war. So ein Blümchen. Blume. Oh, diese Musik. Okay. Oh, wie er hier mit Scheiß um sich schießt. Wir brauchen noch einen. Jetzt drauf. Woo. Ich bin mal gespannt, wie der die Treppen Hintergrund nutzt. Ich mein, ja, mal schauen. Weil ich meine, der nutzt die offensichtlich, aber wie halt? Das sehen wir dann. Ach, er... Ja. Er geht dann... Ach so, er nutzt die Treppen so. Spannend. Oh Gott, ich rutsche ja. Ja. Ich wollte gerade auf entspannt machen. Der entspannt Modus ist das nicht. Verdammt. Kann der ja jetzt mal wiederkommen? Dankeschön. Oh. Oh. Ja, wie machen wir das jetzt? Also. Einfach drüber springen. So geht das. Cool. Das gefällt mir gerade. Oh, der wollte noch nicht. Wir müssen jetzt noch einen, müssen das gut noch warten. Du warst noch nicht ready. Was macht der da? Der will halt nur ein bisschen Spaß haben. Werf mal. Nochmal, schnell. Ja, ich mach ja schon. Woo! Ich renne. Boah, Double hier. Okay, das Eis im Hintergrund tötet immerhin nicht direkt. Immerhin. Das ist doch schön zu sehen. Aber dann, das sind ja auch Eisstacheln. Warte, kommen wir hier nach schon in Welt 6? Ja. Wow. Was machen wir denn die ganzen Tage, die wir hier noch frei haben? Das können wir danach eben herausfinden, wenn wir durch sind. Das stimmt. Erstmal Spaß mit dem Spiel haben. Ganz genau.
und keinen Kopf um andere Sachen machen. Immer hier und jetzt leben. Oh, jetzt kommen noch Sprachen dazu. Viel Spaß. Oh Gott. Es ist nicht schön. Oh, wie der hier mit Gewalt schießt. Einen nehme ich auch. Die müssen wir jetzt aufheben, nicht mal. Ja klar, mache ich auch. Weil jetzt kommt erstmal wieder die Rama-Attacke. Oh, ja, voll gefährlich. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das ein One-Hit-Kill ist. Echt? Der zerquetscht damit die Blöcke halt eben. Ja. Jetzt. Ich habe keinen. Also ich hab noch einen. Gut. Jetzt töte ihn. Finalschlag. Hey. Finalschlag. Bitte. Er wollte. Was ist denn? So, jetzt habe ich ja mal geworfen hier. So, optimal. Sieh mal, wir haben gewonnen. Wunderbar. Ich bin gespannt, wie Welt 6 aussieht. Das war nur so eine ganz stereotype finale Welt in Dunkel getaucht wahrscheinlich. Ach, so mit Lava und Hass? Kann sein, ja. Weiß ich nicht. Ja, Lava. Ich schätze einfach nur. Lava und Hass und Schmetterlinge und Putin. Nein. Wie nein? Nicht Putin. Aber Putin ist auch böse. Oh, viel Spaß von Dennis. Was? Oh, danke schön, Dennis. Da gerade. Danke, Dennis. Das war sicher an uns gerichtet. Oh ja, das ist der Xillabo-Trickanstecker. Das ist die Eismelone. Ach so. Savi Xillabo. Das ist der. Was ist das denn? Das ist der Eisberg Sniffet Yoshi. Eisnifflin. Ja, weiß, wie es heißt. Unglaublich. Oh, jetzt geht's los. Sequenz. Jetzt kommt wieder Kamek. Und nein, das ist keine. Oh, hier die Schublade. Ah, oh, die Schublade, tatsächlich. Ab in den Picknickkorb. Ich denke mal, dass an der ist, wenn da oben ist so ein Kram-Ding dran. Ja. Oh Gott, wie dramatisch. Oh, dunkel, siehst du? Bowser. Oh. Wer hätte da damit gerechnet? Weiß nicht. Ach Gott. Wunderbar. Möchten wir uns nicht erst nächste Folge dahin begeben? Ja, natürlich. Wir werden mal nicht spoilern, wie die Welt aussieht, nicht wahr? Aber erst, warte, stopp, eine Sache muss ja noch loswerden. Halt, stopp, ja, okay, dann mach das. Xillabo ist ja rückwärts Obelix, Obelix rückwärts Xillabo, das fand ich voll Namenslaberei hier. Ruven hat sich voll darüber aufgeregt und meinte, das ging jedoch nicht, die müssen dafür angezeigt werden. Nein, du verstehst das vollkommen falsch. Ich frage mich nur, ob die es einfach machen dürfen. Ja. Weil ich meine, das ist ja so an sich schon ziemlich offensichtlich, weil wenn ich einen Typen sehe, denke ich auch immer an Obelix, an diesen Typen mit der Hose. Ich nicht, ich denke an fette Typen. Ja, nur weil du kein Asterix und Obelix bist. Ha, kenn ich wohl, ich kenn das. Weil du bist kein großer Fan davon. Du bist ein Fan davon? Ich war mal einer als Kind. Oh. Das ist der Schnuffel-Joshi. Ii. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, dürfen die das wirklich einfach so machen? Klar. Ich meine, das ist einfach nur den Namen umgedreht. Fast dasselbe Charakter. Ja, den Namen umdrehen ist vollkommen egal. Es würde auch reichen, wenn man da einen Buchstaben drin verändert. Das ist so. Das war schon zu eindeutig. Lass Nintendo doch. Ich lass gut viel, aber Nintendo nicht. Gut viel. Gut viel. Gut viel. Nun fühlt euch gut. Oh, wenn ich euch von hinten sehe, denke ich an der Monster von Monster Hunter. Was? Ja. Ist der Gletscher? Yoshi. Sehen die so ungefährlich aus? Nee, erinnert mich wegen den Farben, also den Gletscher. Heißt der auch Gletscher, Yoshi? Von vorne sehen die erst recht so gefährlich aus. Knolle. Oh, gefährlich. Oh, der Hund, geh weg. Der Hund? Du bist ein Hund, für mich bleibst du ein Hund. Ich bin kein Hund. Das ist halt. Das ist ein Panda. Das sieht für mich aus wie ein Hund. Das ist ein Panda. Das ist wie ist das Snoopy aus den Peanuts. Der hat auch so eine große, fette Nase und dann so eine große Schnauze eben. Ja, egal. Ach Gott. Ist auch weiß. Tschüss. Tschüss? Ja. Ah.